Hi, hier ist Anibinge. Heute sehen wir uns diesen Anime an. Spoiler voraus und viel Spaß! Ein blaues Monster erscheint und hinterlässt eine Spur der Verwüstung. Saitama, ein glatzköpfiger Mann mit einem Umhang, beschließt, sich der Situation anzunehmen. Er rettet ein junges Mädchen vor dem Monster, das sich Vaccine-Man nennt und behauptet, eine bessere Hintergrundgeschichte zu haben, als einfach nur zum Spaß ein Held zu sein. Doch bevor er seine Schurkenexposition beenden kann, besiegt Baldi ihn mit einem einzigen Schlag und er schreit frustriert: Schon wieder nur ein Schlag? Ein weniger glatzköpfiger und arbeitsloser Saitama trifft auf einen Halbkrabbenmann namens Crablanti, aber er lässt ihn in Ruhe. Als kleiner Junge mit einer beeindruckenden Kinnspalte malte er Nippel auf seinen Panzer und musste offenbar dafür bezahlen. Er beschließt, den Jungen zu retten, tötet Crablanti mit einer Krawatte und reißt ihm die Augen aus. Danach trainierte er so hart, dass er eine Glatze bekam. Vor 3 Jahren erinnerte sich der heutige Saitama daran, dass ein kolossaler Mann seinen Einkaufsbummel gestört hat. Offenbar hat ein verrückter Wissenschaftler ein Serum entwickelt, das diesen Fleischklopsbruder zum stärksten Mann der Welt macht. Saitama taucht auf der linken Schulter auf, während die Gehirne wahnsinnig erklären, wie sie die Welt beherrschen werden. Er merkt es und sagt seinem Bruder, er solle den Mann auf seiner Schulter töten. Nein, den anderen. Dem Bronze dämmert es und er versucht, Saitama aus den Augen zu verlieren, indem er ihn tief in den Untergrund schickt. Wenn man der stärkste Mann der Welt ist, fühlt man sich leer. Saitama stimmt zu, dass es langweilig ist, zu viel Macht zu haben. Die Stadt wurde versehentlich von einem rechten Haken eingeebnet, der den Riesen in die Luft schickte. Saitama merkt, dass man weniger Emotionen braucht, wenn man alles mit einem einzigen Schlag lösen kann. Er wacht auf und stellt fest, dass es eine unterirdische Invasion gibt. Die Erdbewohner haben 70% der Bevölkerung getötet. Saitama ist begeistert, dass er endlich Gegner hat, die seinen Kampfgeist neu entfachen können. Sie haben sogar einen König und er wacht auf und stellt fest, dass es wirklich eine Invasion gibt, aber nicht so, wie er sie sich vorgestellt hat. In der Stadt Z wimmelt es von Moskitos. Während Saitama beim Gießen seines Kaktus damit kämpft, auch nur eine zu erwischen, wird einem Plünderer in der verlassenen Stadt das Blut komplett ausgesaugt. Ein Cyborg findet heraus, dass sie von einer Moskitofrau kontrolliert werden, die ihre Beine gegen einen Arm tauscht. Saitama rennt die Straße hinunter und besprüht die einzelne Mücke, nur um dann in den Cyborg und den riesigen Schwarm, der die Frau umgibt, zu geraten. Obwohl sie die Mücken in Brand setzt, zwingt die riesige Menge an Blut, die sie verbraucht, den Cyborg dazu, sich selbst zu reflektieren, nachdem Saitama sie erschlagen hat, und verschwindet schneller als seine Kleidung. In Ehrfurcht vor seiner Stärke wünscht sich der Cyborg, sein Schüler zu werden, und er macht keine Witze. Eine Woche später taucht er auf, stellt sich als Genos vor, besteht darauf, Saitama Meister zu nennen und erzählt völlig grundlos seine ganze Lebensgeschichte. Ein Cyborg hat seine Heimatstadt mitsamt ihren Bewohnern zerstört und Genos dazu gezwungen, ein Cyborg zu werden, um sich an diesem Cyborg zu rächen. Eine mysteriöse Gestalt beschließt, Saitama für seine genetischen Experimente zu fangen und schickt ihn genetisch veränderte Kreaturen hinterher. Genos erfährt von einem gepanzerten Gorilla, der ebenfalls ein Cyborg ist, vom Haus der Evolution, einem Klonlabor, das von Klonen betrieben wird. Er beginnt einen Monolog über Dr. Genos, der mit künstlicher Evolution experimentiert und sich für Saitamas unglaubliche Stärke interessiert. Bei seiner Ankunft im Haus der Evolution lässt Genos den gesamten oberirdischen Komplex dem Erdboden gleichmachen. Einer der Klone entfesselt Carnage Kabuto, den Gipfel der Evolution, wie der Doktor sagt. Er wird mühelos mit Genos fertig, aber als er Saitama angreifen will, weicht er zurück, weil er Angst vor seiner Macht hat und sich keine Gedanken über seine Verteidigung macht. Er ist völlig ungeschützt. Bevor sie kämpfen, verrät Saitama das Geheimnis seiner Stärke. 100 Liegestütze, 100 Sit-Ups, 100 Kniebeugen und ein 10-Kilometer-Lauf jeden Tag, 3 Jahre lang, oder zumindest bis einem die Haare ausfallen. Das ist ein ganz normales Krafttraining, das nicht sein Geheimnis sein kann. Zum Leidwesen aller Anwesenden ist das so ziemlich der Kern der Sache. Carnage Kabuto geht in den Carnage-Mode über. Er wird eine Woche lang bis zum nächsten Samstag in diesem Zustand bleiben. Saitama sieht besiegt aus. Er kämpft nicht einmal eine ganze Woche lang, das heißt, heute ist Samstag. Er hat einen schweren Fehler gemacht. Er hat den Rabatttag im Supermarkt verpasst und damit seine Brieftasche und Carnage Kabuto völlig zerstört. Aber Genos beruhigt ihn, dass er noch genug Zeit hat, um es vor Ladenschluss zu schaffen. Sie sprengen ein Loch in die Wand und eilen zum Laden. Dr. Genos gibt seine Forschungen auf der Stelle auf, während die Heldenvereinigung Genos zerstörerische Fähigkeiten untersucht. Nach einer leidenschaftlichen Rede über das Auffressen der Banken oder das Trickle-Down-System reißt ein Terrorist namens Hammerhead ein Gebäude nieder, das Seniru, einem reichen und mächtigen Mann, gehört.
Falsches Gebäude, aber es ist der Gedanke, der zählt. Schreckt Saitama nach einem beunruhigenden Traum über Steinpapierschere auf. Wir entdecken, dass eine Gruppe von Terroristen ihr Unwesen treibt. Er will das nicht hinnehmen. Sie haben sein Aussehen gestohlen. Jetzt ist jeder Mann mit Glatze ein Staatsfeind. Seniru braucht nicht lange nach Hilfe zu suchen. Er heuert einen Attentäter an, der zu einem fast zu günstigen Zeitpunkt auftaucht, um sich um Hammerhead und Co. zu kümmern. Er erledigt die Spielbälle im Handumdrehen und befreit ihre Körper von den Köpfen. Doch Hammerhead entkommt nur, um im Wald auf Saitama zu treffen, der seinen gestohlenen Kampfanzug vernichtet. Der Attentäter taucht auf und hält ihn sofort für einen Terroristen. Saitama ist entmutigt, dass er keine Ahnung hat, wer er ist. Der Auftragskiller flitzt herum und stellt sich als Speed the Sound Sonic vor. Das Einzige, was ihn bremst, ist das Aussprechen seines eigenen Namens. Er ist überrascht, dass Saitama seine Angriffe abblocken kann, als er ihn versehentlich entlässt. Sonic schwört, dass sie sich wiedersehen werden, während er sich davonschleicht. Saitama sagt Genos, dass sie ein Problem haben. Niemand weiß, wer er ist, obwohl er mehr Monster besiegt hat als jeder andere Held. Wenn er anerkannt werden will, muss er sich offenbar in das offizielle Heldenregister eintragen lassen. Sie haben vereinbart, sich gemeinsam einzutragen, damit Genos sein offizieller Schüler werden kann. Es gibt nur zwei Dinge, die ihnen im Weg stehen. Eine körperliche und eine schriftliche Prüfung. Saitama zerstört alle Aufzeichnungen über den körperlichen Teil und den größten Teil der Ausrüstung, während er dabei ist. Genos erreicht in beiden Teilen ein perfektes Ergebnis. Aber warum lässt man einen Cyborg an der körperlichen Prüfung teilnehmen? Er wird sofort als Held der Klasse S eingestuft und fängt im Vertrauen auf seinen Meister an zu feiern, nur um herauszufinden, dass er die obere Hälfte des Buchstabens C mit der eines S verwechselt hat. Sie sind die einzigen beiden, die die Heldenprüfung bestehen und müssen einen Kurs bei Snack, einem A-Klasse-Helden, über sich ergehen lassen. Saitama, frustriert über ihre mangelnde Aufmerksamkeitsspanne, versucht später Snack zu schikanieren, was ihn nur noch mehr in Verlegenheit bringt. Genos fordert Saitama zum Sparring heraus, doch als er seinen Meister bittet, aufs Ganze zu gehen, ist er von dessen unglaublicher Stärke völlig verblüfft. Er kann immer noch nicht glauben, dass Saitamas Grundausbildung wirklich sein Geheimnis ist. Er ist auf einer ganz anderen Ebene. Danach bekommen sie Samudan. Als der Held der Klasse A, Rang 1, Sweet Mask, draußen mit Genos spricht, heißt er ihn ominös in der großen Liga willkommen. Es ist 5 Tage her, dass sie Helden geworden sind und Geno eingezogen ist. Er erwähnt beiläufig, dass Helden der Klasse C eine Quote erfüllen müssen, sonst werden sie aus dem Register gestrichen. Saitama hatte keine Ahnung und er hatte auch nicht die geringste Ahnung, was er seinem Schüler beibringen könnte. Er denkt sich schnell etwas aus, das er in einem Manga gelesen hat, wie man seinen Verstand trainiert oder so etwas, und gibt ihm das Ziel vor, die Top 10 der S-Klasse zu erreichen. Er rennt 2 Tage lang in der Stadt herum ohne Erfolg. Zu allem Übel taucht auch noch Sonic auf und will einen Rückkampf gegen seinen imaginären Rivalen. Er erschrickt, als Saitama sein Schwert zerbricht und ihn im Zorn bedroht. Eine Frau weist sie darauf hin, als sich ein weiterer C-Klassenheld im Tanktop-Tiger nähert. Saitama lacht, weil er Sonic für einen Kriminellen hält, aber er ärgert sich noch mehr, als er merkt, dass ihn niemand als Held anerkennt. Sonic wirft ein explodierendes Shuriken auf den Panzertiger und fängt an, Chaos zu verbreiten. Saitama hat für so etwas keine Zeit, er muss einen Bösewicht finden. Warte, zählt es zu seiner Quote, Sonic mitzubringen? Gut, dass er zufällig ein Auftragskiller ist, auch wenn Saitama das nicht weiß. 2 A-Klasse-Helden, Golden Ball und Spring Mustachio, werden nach City Z geschickt, um Berichten über die Sichtung eines Monsters nachzugehen. Ein Monster untersucht die Sichtung ebenfalls und stößt schließlich auf die Helden. Der goldene Ball wird fast sofort ausgeschaltet, während Spring Mustachio Verstärkung anfordert, bevor er zerstört wird. Saitama begibt sich zu Fuß nach Hause und läuft in das Monster. Nicht gut. Er hat vergessen, Combo-Vorräte zu besorgen. Ein riesiger Meteor ändert nun seine Flugbahn und steuert direkt auf die Stadt Z zu. Als Genos von der Vereinigung gerufen wird, werden alle S-Klassenhelden hinzugezogen, aber nur Bang taucht auf. Er unterrichtet Genos über die Situation, bevor er seine neuen Upgrades ausprobieren kann. Metal Knight schickt eine seiner Drohnen für einen Feldtest, der keinerlei Wirkung zeigt. Genos beginnt zu grübeln, bis Bang ihn beruhigt. Er setzt alles, was er hat, in einen Schuss, der wiederum keine Wirkung auf den Meteoriten hat. Saitama erscheint, weigert sich, seine Stadt zerstören zu lassen und schlägt direkt durch, wodurch der Meteorit in kleinere Stücke zerbricht, die auf die Stadt niederregnen und massive Verwüstung verursachen. Niemand ist gestorben, aber das ist auch gut so. Saitamas Ring schießt von 342 auf Rang 5 der C-Klasse, obwohl er geschafft hat, was 2 S-Klasse-Helden nicht geschafft haben. Als er auf Patrouille geht, wird er von einem Panzerträger mit seinem Gesicht und einem anderen Panzerträger aufgehalten, der versucht, die Bürger gegen Saitama aufzubringen, weil er die Stadt zerstört und bei der Rangliste betrogen hat.
Saitama wird wütend und schreit die Menge an, die nicht merkt, dass sie ohne ihn nicht da stehen würde. Er tut dies nicht, um bewundert zu werden, sondern weil er es will. Genos beruhigt ihn, bevor er eine größere Szene macht. Als das Seevolk seine Invasion der Oberfläche ankündigt, eilt Moomin Rider zum Schauplatz, aber er kommt zu spät. Saitama ist zufällig vorbeigekommen und hat sich bereits um die Sache gekümmert. In der Stadt besiegt ein Klassenheld namens Stinger einige der Meeresbewohner, die aufzutauchen beginnen. Während Saitama die Berichte über den Vorfall verfolgt, taucht der Meereskönig auf und besiegt Stinger mit Leichtigkeit, während Genos, Saitama und Moomin Rider sich auf den Weg zum Tatort machen. Lightning Max überlegt, ob er eingreifen soll, als der Meereskönig hinter ihm auftaucht und ihn mit einem einzigen Treffer ausschaltet. Die beiden entflohenen Sträflinge der Gefangenen Puri Puri, ein Held der S-Klasse, und Sonic treffen auf den Meereskönig, der sich mit dem ersten schwer tut. Sonic beschließt es, mit ihm aufzunehmen, nachdem er beleidigt wurde, aber als es zu regnen beginnt, wird der Seekönig nur noch schneller und stärker. Moomin Rider sieht einen verirrten Saitama, der nach Genos sucht, und nimmt ihn mit. Sonic entkommt mit dem Leben, aber nicht mit seinen Kleidern und sagt dem Cyborg, er solle sich nicht die Mühe machen, bei seinem Rückzug an Saitama vorbeizulaufen. Saitama springt vom Motorrad und fragt sich, wer der nackte Kerl war. Er findet Moomin Riders fallengelassenes Telefon, als die Heldenvereinigung anruft. Genos stellt sich dem Meereskönig, der ihm den Arm abreißt, während er versucht, das Stadion zu evakuieren, aber er wird ausgeschaltet, als er versucht, ein kleines Mädchen zu retten. Aber keine Sorge, Moomin Rider ist zur Stelle. Er weigert sich aufzugeben und hält eine mitreißende Rede, die von der Menge mit Beifall bedacht wird. Saitama fängt ihn auf, bevor der Meereskönig ihn tötet und unterbricht damit seine Schurkenrede. Der Spielball windet sich und zerstört den König der Tiefe mit einem Schlag, der sowohl ihn als auch den Ring zum Stillstand bringt. Sonic, nun bekleidet, kehrt mit seinen Waffen ein paar Sekunden zu spät zurück, weil er glaubt, das Monster sei weg. In ihrer Wohnung erhalten Genos und Saitama einen Haufen Fanpost, in Saitamas Fall Hasspost und einen Fanbrief, was zu einer Rückblende auf die Zeit nach dem Kampf führt. Saitama rechtfertigt die beleidigenden Worte eines Zuschauers. Er lügt sie an, indem er sagt, dass es stimmt, dass er derjenige ist, der anderen Helden die Lorbeeren stiehlt, damit sie die Gefallenen zu schätzen wissen. Ein dritter Brief kommt von der Heldenvereinigung, in dem er auf Rang 1 der C-Klasse befördert wird und zu einem Treffen eingeladen wird, bei dem entschieden werden soll, ob er in die B-Klasse aufsteigen soll. Sie diskutieren darüber, ob er trotz seiner rekordverdächtigen Testergebnisse wirklich ein Schwindler ist. Wenn er es wirklich ist, werden sie es bald herausfinden. Auf dem Heimweg hält er an, um etwas zu essen und trifft auf Moomin Rider, der ihm anbietet, ihm einen Drink zu spendieren, da er in seinem Dankesbrief nicht alles sagen konnte. Als Genos und Saitama in Banks Dojo ankommen, erzählt er Genos und Saitama, dass einer seiner Schüler durchgedreht ist und alle seine besten Schüler besiegt hat, als jemand von der Heldenvereinigung auftaucht und behauptet, es gäbe ein Notfalltreffen für alle S-Klassenhelden. Saitama geht mit, da er nichts Besseres zu tun hat. Madame Shibabwa, eine Seherin, die Monsterangriffe vorhersagte, ist gestorben. Mit ihrem letzten Atemzug sagte sie jedoch voraus, dass die Erde innerhalb der nächsten 6 Monate in Schwierigkeiten geraten würde. Plötzlich wird das Hauptquartier von einem riesigen außerirdischen Raumschiff angegriffen, das am Himmel auftaucht und die Stadt A dem Erdboden gleichmacht. Genos sieht sich um, aber Saitama ist bereits durch die Decke gebrochen und hat das Schiff mit Leichtigkeit geändert, sodass die Helden der S-Klasse auf dem Boden kämpfen müssen. Einer der Außerirdischen, Giryugan-Shub, gerät in Panik, während Saitama gedankenlos durch das Schiff rennt und auf alles einprügelt, was ihm in den Weg kommt. Sie nennen ihn Melsagard, den sich regenerierenden, mehrköpfigen Außerirdischen, der die S-Klassenhelden am Boden bekämpft und sie zurück zum Schiff bringt, um zu helfen. In der Zwischenzeit sucht Saitama weiter nach dem Kapitän und macht dabei versehentlich alles kaputt, was er anfasst. Die Helden, die gegen die Außerirdischen kämpfen, haben es schwer, da physische Angriffe keine Wirkung haben, bis eine Metallfledermaus eine blaue Murmel findet und zerstört, die einen der Köpfe abtötet. Als Saitama telepathisch kontaktiert und aufgefordert wird, das Schiff zu verlassen, weil er sich angeblich verirrt hat, ist der Außerirdische mehr als bereit, ihn vom Schiff zu lotsen, bis er in die entgegengesetzte Richtung geht. Nachdem er die Tür durchbrochen hat, findet er den Telepathen, der versucht, ihn mit Telekinese einzuschüchtern, aber Saitama meint, es sei Zeitverschwendung, mit dieser Kraft Kieselsteine zu werfen, und schleudert ihm einen direkt durch den Kopf. Der Kanonier des Schiffes wartet auf eine Bestätigung, beschließt aber trotzdem zu feuern, doch der S-Klasse-Held Tornado stoppt das Sperrfeuer und lenkt es auf das Schiff um. Moomin Rider rettet die Überlebenden in Stadt A und inspiriert andere Helden niedrigen Ranges, sich ihm anzuschließen. Bang zerstört einen weiteren von Melsagards Köpfen, sodass nur noch einer übrig bleibt, und provoziert einen Angriff, der ihn durch mehrere Gebäude schleudert.
Zurück auf dem Schiff schlägt Saitama die Tür des Anführers der Außerirdischen ein, der ihn als den stärksten Krieger des Planeten mit scheinbar unbegrenzter Energie anerkennt. Bevor sie kämpfen, möchte er aus Respekt seinen Namen austauschen und gibt sich als Boros, der Anführer der Bande der dunklen Materie und Herrscher des Universums, zu erkennen. Saitama fängt an, sich zum Spaß als Held vorzustellen, oder besser gesagt als professioneller Held, und ertappte sich dabei, wie er ihn vor einer Blamage bewahrt. Als Boros es satt hatte, so stark zu sein, hat ihm ein außerirdischer Seher offenbar vorausgesagt, dass er jemanden finden würde, der es wert ist, gegen ihn zu kämpfen. Saitama kümmert sich nicht darum und schlägt ihn nur, um seine Rüstung zu zerbrechen, die seine unvorstellbare Kraft versiegelt. Aber gut, er hat kein Problem damit mitzuhalten und schlägt Boros sogar den Arm ab. Tornado beginnt, das Schiff mit ihrer Telekinese anzugreifen, während Drive Genos warnt, dass Metal Knight kein Verbündeter ist. Der Bang erweist sich als völlig in Ordnung und zerstört den letzten von Melsagards Köpfen. Boros setzt seinen unerbitterlichen Angriff auf Saitama fort, der immer noch völlig unbeeindruckt von allem ist, was er sagt und tut. Er verfügt jedoch über starke Regenerationskräfte, aber Saitama unterbricht seine Schurkenexposition. Dabei trifft ihn mit einem hohen Knie und schickt ihn auf den Mond. Er schaut sich um und springt zurück auf die Erde, um sich selbst zu beeindrucken. Es ist an der Zeit, dies zu beenden. Saitama entfesselt schließlich eine seiner stärksten Bewegungen mit aufeinanderfolgenden normalen Schlägen, aber das provoziert Boros nur dazu, seine ultimative Bewegung zu benutzen, was Saitama dazu zwingt, seine ultimative Bewegung zu benutzen, einen schweren Schlag, der ihn um die Welt schickt und Boros völlig verblüfft, dass er verloren hat. Als Sweet Mask auftaucht, wütend über den Ausgang des Kampfes und ihn gegen die S-Rang-Helden verliert, während Metal Knight eine Drohne schickt, um die außerirdische Technologie einzusammeln und in seine eigene zu integrieren, fragt sich Genos, wo sein Meister ist, während Saitama sich den Weg aus dem Schiff schlägt. Sie ignorieren einen wütenden Tornado und plaudern beiläufig darüber, dass er Boros besiegt hat. Obwohl die Stadt A von der Landkarte verschwunden ist, bauen sie die Heldenvereinigung mit Teilen aus dem Schiff wieder auf und laden die A- und S-Helden ein, im neuen Hauptquartier zu leben. Kurze Zeit später tritt Saitama gegen Pluton, den König der Unterwelt, an und ist wütend, dass er wieder alles mit einem Schlag besiegt. Das war's mit dem heutigen Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da und schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Checkt auch gerne unseren neuen Kanal Animatus ab, auf dem erklären wir euch jeden Tag Animationsfilme. Link in der Videobeschreibung und in den Kommentaren. Bis bald!